So eine Art Karikatur von Taddle gezeichnet, und zwar zu seinem letzten Vlog. Da ja, hat er eben sein Frühstück vorbereitet und ein bisschen über was erzählt, und zwar auch über Speedpaintings, was ich ganz cool fand, weil ihm hören wenigstens viele Leute zu. Auf jeden Fall ist mir dann, während ich so das Video geschaut habe, aufgefallen, dass er tatsächlich sein Baguette mit so einem normalen Fleischmesser schneiden möchte. Und ich dachte mir so, nein, Taddle, das geht so aber nicht. Lass es dir von deiner Hausfrau gesagt sein. Hat es aber trotzdem gemacht und hat es auch geschafft. Trotzdem wollte ich das Ganze so ein bisschen... Ja, irgendwie fand ich das lustig und wollte es deswegen zeichnen. Außerdem wollte ich unbedingt meine alten Copic-Marker mal wieder rauskramen. Als ich noch sehr viele Mangas gezeichnet habe, habe ich die auch richtig oft benutzt, und die Dinger sind gar nicht so billig. Deswegen hatte ich so ein bisschen schlechtes Gewissen und dachte mir, ich rahme die guten Dinger mal raus. Bin leider nicht der wirkliche Profi damit, kann damit auch nicht so wahnsinnig gut umgehen. Alles, was ich an euch an Tipps geben kann zu Copic-Markern, ist, überlegt es euch erstmal gut. Sie sind cool, man kann richtig gute Farbergebnisse damit erzielen. Aber sie sind teuer in der Anschaffung. Man braucht auch spezielles Copic-Papier dazu. Ansonsten laufen die viel zu schnell aus. Und, also man nennt es mal ausbluten, weil ja, sind wie Filzstifte und irgendwann malen die halt nicht mehr. Und wenn man eben so ein ganz normales Papier nimmt, das zieht die Farbe zu sehr aus dem Stift raus. Also braucht man auch noch extra Papier und am besten auch noch extra einen schwarzen Stift für die Outlines, weil das ist mir nämlich auch passiert. Ich hatte so einen nicht mehr und habe einen ganz normalen benutzt. Und wenn du dann mit dem Copic-Marker drüber färbst, verschmiert es das Schwarz aufs ganze Papier. Und mir auch passiert in diesem Bild, und ich dachte mir so, oh, warum habe ich da nicht früher dran gedacht? Tja, musste ich damit leben, deswegen, naja. Genau, ansonsten kann man damit wirklich gute Bilder erzielen. Wie gesagt, ich muss damit noch ziemlich viel üben. Vielleicht werde ich demnächst nochmal eine Zeichnung damit machen. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Nochmal Dankeschön, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Und lasst Kommentare da, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann nicht. Dann verlinke ich euch natürlich das Video von Taddle, damit ihr wisst, was ich meine. Wenn man so sein Brot schneidet, sein Baguette. Das mache ich nicht häufig. Und dann verlinke ich euch noch ein anderes Video von mir, falls ihr da auch noch reinschnuppern wollt. Tschüss! Freut mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.